Was klar, Freunde? Wir reacten heute auf den neuen Song von Pietro Lombardi und zwar Cinderella, Freunde. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese neue Reaction heute mal wieder zu Pietro Lombardi. Also hatten wir schon mal gemacht, ich glaube ein, zwei Mal oder so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube ein, zwei Mal war das schon. Und ja, ist einfach mal was anderes für die Leute, die darauf Bock haben. Ja, die können sich das gerne geben. Ich hoffe auf einen guten Sommersong, der passend heute zu dem Wetter ist. Also heute ist mal tatsächlich wieder gutes Wetter und ich schwitze hier schon wieder komplett in meinem Zimmer. Ganz schlimm, Freunde. Auf jeden Fall, wie gesagt, Sommersong. Ich glaube, wir werden nicht enttäuscht werden. Wir starten rein hier. Let's go. Achso, genau. Und heute wieder ohne Kopfhörer am Start. Also für die Leute, die sich vielleicht jetzt wundern, so, hä, wieso heute ohne Kopfhörer? Ich habe rausgefunden, wir können uns das Ganze auch immer auf den Boxen anhören. Und man hört das halt nicht im Video, was halt extrem nice einfach ist und viel entspannter ist, das anzuhören. Ey, was geht ab? Ich habe mir doch das Haus gebucht für den Urlaub, ne? Kannst du mir sagen, warum hier 20 Mädchen in meinem Haus rumtanzen? Ja. Okay, auf jeden Fall beginnt es hier so auf Intro angelehnt. Ja, können wir machen, klar. Video drehen? Ja, klar. Videos wie immer, ne? Frauen schön am Pool. Okay, lass machen. Lombardi's back. Ich hab noch nie so was Schönes wie dich gesehen. Bella, schaust du mich an, kann ich. Okay, man merkt direkt, sehr sommerlicher Beat, ja. Klingt schon mal nice auf jeden Fall. Produziert wieder von Startover, wie eigentlich, ich glaube, ja, so ziemlich alle Songs von ihm oder keine Ahnung. Zumindest die bekanntesten, beliebtesten Sommersongs so. Die waren alle von denen produziert. Ich finde, man hört das auch einfach irgendwie raus, ja. Zum Beispiel auch bei Leon Mascher hatten die das auch produziert. Also die drei, ich glaube, drei Sommersongs hatte der ja gehabt. Ja, die waren auch von denen produziert. Ich will nicht widerstehen, Bella, ganz egal ob du Butter, Fendi und Yves Saint Laurent, dir steht jeder Schuh, ich will nur, dass du weinst, du bist meine Cinderella, Ella, ja, Mann. Man hört das voll raus, finde ich, dass das von denen produziert ist, wirklich. Aber klingt nice bis jetzt auf jeden Fall. Video, man sieht auch, ja, Sommer-Vibes sind auf jeden Fall am Start hier. Du bist anders als die anderen, ich sag so, Bella, Ella, wir machen langsam deine Kurven nicht normal, wie eine Karrierebahn. All die anderen wollen nur Fame, doch du bist anders, meine Cinderella, babe. Sehr nice. Also die Hook davon finde ich ist schon mal sehr gut. Ja, klingt nice. Ich würde sagen, man kann sagen, es ist wirklich ein typischer Digga, kann ich schon nicht mal mehr den Namen aussprechen. Pietro Lombardi Song. Ja, also sehr typisch. Ich glaube, das Ding wird auch vor allem so radiomäßig und streamingmäßig schon gut abgehen. Ich glaube, er hat wirklich so einen großen Vorteil irgendwie auch radiomäßig, glaube ich. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas von ihm im Radio gehört hätte. Das könnte ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube, das sind halt so diese Songs, die wird man wahrscheinlich, wenn man Pech hat, dann am Ende, ja, wird man die den ganzen Sommer lang rauf und runter hören müssen. Und dann sind die Songs schon wieder nicht mehr so nice. Ja, muss man leider sagen. Aber auf jeden Fall bis jetzt klingt schon mal sehr gut. Du siehst aus wie eine Eins, egal wo du bist, du kriegst Aufmerksamkeit. Ich lieb deinen Vibe aus den 90s. Boyfriend Jeans mit den Nikes. Du bist so sexy, ich lieb dein Style. Dich juckt auch kein VIP-Bereich. Du zeigst auf der Tanzfläche, wie man scheint. Und jeder, ich muss sagen, die Drums davon klingen auch richtig geil, ja. Und hier die Drohnenaufnahme auch mega heftig, Digga. Was soll man zu so einer Location sagen? Ja, wer jetzt sagen würde, er würde da nicht gerne sein, so. Weiß ich auch nicht, was los ist. Mega geil, mit dem Meer, mit dem Pool. Sieht richtig heftig aus. Dich ein, sie fragen, wie du heißt. Deine Lippen und dieser Blick. Ich schaue dich an und komme nicht nah. Du brauchst kein Filter, du siehst aus wie ein Hollywood-Star. Du bist meine Cinderella, Ella, eh. Baby, du bist anders als die anderen. Ich sag's auch, Bella. Ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der letzte Song war, auf den ich reagiert hatte und der letzte, der rauskam. Ihr könnt ja einfach mal danach schauen, wenn das jetzt jemand interessiert auf meinem Kanal, was das für ein Song war. Muss ich auch sagen, der war zwar auch schon so sommerlich und so, aber muss ich sagen, der hier nochmal wirklich tausendmal besser. Also, ich meine, man muss dazu auch sagen, so, es war irgendwo klar, dass nochmal ein, was diesen Sommer kommen muss und, ja, was halt wieder so ein, sag ich mal, Mega-Hit werden könnte. Und das Potenzial dabei ist auf jeden Fall da. Also rein jetzt nicht nur davon, dass er das eh hat, sondern auch davon, wie es halt klingt und wie der Song einfach ist, hat er da definitiv großes Potenzial, dass es wieder so eine, ja, nennen wir es einfach Nummer 1 wird, wie auch immer. Ja, keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Also ich finde, es ist ein sehr guter Song. Wir machen langsam deine Kurven nicht normal.
Genau, und bei dem anderen Song muss man auch sagen, das war vor, ich würde sagen, also auf den ich zumindest reagiert hatte, vor mindestens 2 oder 3 Monaten. Ich glaube, das war im April oder so. Und da ist natürlich auch noch nicht so die richtige Zeit für so einen krassen Sommersong, weil es geht zwar in Richtung Sommer so, und ich meine, jetzt ist irgendwie auch der Sommer dieses Jahr ist eh komisch so. Was soll man dazu sagen, ja? Aber trotzdem, glaube ich, ist die Zeit jetzt, wenn er das rausbringt, noch mal viel besser als vor 2 oder 3 Monaten. Wie eine Karrierebahn, all die anderen wollen nur Fame, doch du bist anders, meine Cinderella. Und Moloko auch wieder am Start. Ich weiß nicht, es war am Anfang auch gestanden, enthält Werbung irgendwie, ja. Also könnte sein, wo ist der hier, genau. Also könnte sein, dass das wahrscheinlich, wobei man sieht das ja fast gar nicht, ne. Ich weiß auch nicht, was die Werbung hier ist. Wir gucken mal, vielleicht finden wir es noch. Cinderella, babe. Ciao, Bella, ciao, Bella. Sei meine Cinderella, babe. Ciao, Bella, ciao, Bella. Sei meine Cinderella, babe. Baby, du siehst aus wie gemalt. Du lässt dir vom Camptyp dein Outfit bezahlen. Bleib wieder locker, dein Motto. Und du bist. Ja, okay, jetzt kann man es sicher sagen, ja. Aber ich muss auch sagen, ja, Moloko ist schon gerade für den Sommer ein richtig nice Getränk. Muss ich mir auch mal wieder besorgen. Und du bist sweet wie Moloko, bist keine Diva. Okay, ja, okay, jetzt ist es wirklich zu 100% sicher. Muss man auch sagen, ich weiß nicht, was er dafür bekommt, aber ich bin mir sicher, vor allem, wenn er das nicht nur zeigt, ja, weil ich meine, ich kann jetzt hier auch irgendwie eine Dose nehmen so und kann jetzt hier irgendwie reinhalten oder so, aber wenn er das auch noch erwähnt in dem Song, bedeutet die Leute, die das Video nicht sehen, sondern das bei Spotify anhören oder im Radio oder wo auch immer, ja, die werden trotzdem auf jeden Fall, wenn die das natürlich raushören und kennen, aber trotzdem, so, das bekommen dadurch nochmal viel mehr Leute mit. Du stresst mich nicht, heute nehme ich dich auf dem Jetski. Boah, Digga, das sieht auch geil aus. Also ich muss auch sagen, das Video davon ist sehr stark, ja, es ist einfach genauso, wie man sich vorstellt. Genau wie der Song und der Beat, finde ich, es ist wirklich genauso, wie man das bei so einem Song erwarten würde. Mit, ja, du bist einfach perfekt für mich. Brauchst kein Filter, du siehst aus wie ein Holly. Richtig nice, auch diese Clap, die da reinkommt. Also wie gesagt, beatmäßig ist es auch natürlich eine 1 plus, Digga, wirklich. Du bist meine Cinderella, Ella, eh. Baby, du bist anders als die anderen. Ich sag ciao, Bella, Ella, eh. Keine One-Night-Stands, wir machen langsam. By the way, ne, muss ich mal erwähnen hier, wir sind auf dem Weg zu 6600 Abos oder auch 7000 oder auch 10.000 oder wie auch immer, ja. Deswegen würde ich mich sehr drüber freuen, wenn euch das hier irgendwie gefällt und ihr, ja, einfach ein Abo da lassen würdet. Am besten die Glocke aktivieren und noch am besten den Zweitkanal unten abchecken, aber zumindest mal ein Abo da lassen, ja, das würde mir sehr helfen. Du bist anders, meine Cinderella. Okay, das war der Song hier, ja, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Wie gesagt, war mal was anderes, auch mal auf solche Songs zu reagieren und nicht immer nur Rap. Ja, können wir auch gerne häufiger machen. Jetzt startet hier schon wieder das Nächste, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder todesüberbelichtet. Egal, jetzt ist besser, Freunde. Das war's mit dem Video, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, Freunde, ciao.